herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und zeige dir kreative Inspirationen. Heute gibt es ein bisschen ein anderes Video und zwar möchte ich dich heute auf eine kleine Roomtour mitnehmen von meinem Kosmetikstudio. Das habe ich aber schon bereits im März oder April gedreht und jetzt war ich aber diese Woche habe ich das Bett gehütet, ich hatte eine kleine Erkältung und habe die Gelegenheit genutzt, endlich dieses Video zu schneiden. Da ich ja aktuell keine Wohnung habe, wirst du vieles wiedererkennen von diesem Raum, weil ich die meisten Aufnahmen hier drin mache oder im Atelier. Und alle DIYs, die ich dir zeige, packe ich mehr oder weniger in diesen Raum. Eigentlich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel, da ich es eher schlicht mag und es ist doch ein Institut und sollte auch gut zu reinigen sein. Aber ich nehme dich mit, ich wünsche dir viel Freude beim Zuschauen, lass dich inspirieren. Noch eins, viele Sachen, die du jetzt siehst, die ich nicht im ganzen Stück zeige, siehst du auf meinem Kanal, wie dieses Regal hier, wie ich das gemacht habe mit zwei Bilderrahmen und Bretter, die ich noch hatte. Dazu gibt es ein Video und ich glaube, die Kissen habe ich ein Video darüber gemacht. Also schau doch einfach beim Kanal mal alle Videos ein bisschen durch und dann wirst du das eine oder andere sicher finden. Nun würde ich sagen, wir starten. Ich wünsche dir viel Freude dabei und ich werde dir am Schluss noch ein paar Sachen zeigen oder erläutern, was ich gemacht habe. Also, wir starten. Thank you.
Hier habe ich ein ganz einfaches Brett genommen und habe es weiß angemalt. Das habe ich auch hinten bei den Dachdeckern gefunden. Du kannst natürlich auch einfach zwei Bretter zusammenschrauben und weiß bemalen und kannst das an und für sich einfach so als Bild hinhängen. Ich habe hier ja noch den Kranz, den ich aus Maisblättern gemacht habe. Das ist der kleine. Und hier habe ich bereits meine erste Weihnachtskugel aus Papier gemacht. Das werde ich dir dann auch zeigen. Darüber werde ich ein Video machen, wie du Weihnachtskugeln aus Papier herstellen kannst. Diese zwei Bilder hier, die sind auch aus Papier. Da gibt es auch ein Video drüber, wie ich das gemacht habe. Das kannst du dir auch anschauen auf meinem Kanal. Das ist zu dieser Ecke. Und dann gehen wir weiter. Dieses schöne Möbel habe ich von den Eigentümern geschenkt bekommen. Das stand unten. Und ich fand es grundsätzlich sehr schön, so wie es war. Aber dieser Raum ist sehr klein und ich habe schon sehr viel Holz hier drin. Und ich wollte einfach ein bisschen Frische reinbekommen. Ich habe dieses Möbel tatsächlich nur mit Dispressionsfarbe angestrichen. Aber Achtung, wenn du natürlich das reinigen möchtest, dann kommt die Farbe sicher nicht gleich ab. Aber es ist natürlich diffiziler. Also mit Acrylfarbe bist du auf der sicheren Seite. Aber ich hatte nur diese Farbe. Und mir gefiel diese Farbe so gut, dann dachte ich, ich versuch's. Hier habe ich noch Leuchtkörper reingemacht, damit es schön beleuchtet ist und man die Produkte schön sieht. Und die oben hat es auch zwei Türen, die habe ich rausgenommen, damit man schön die Produkte präsentieren kann. Ich habe dieses Möbel gut dreimal gestrichen und ich finde, es sieht sehr schön aus, es ist auch matt, es gefällt mir sehr gut. So viel zu dem. Dieses Möbel, das ist, wie du siehst, ein ganz normales IKEA-Möbel. Ist zum Arbeiten für ein Studio halt sehr praktisch, weil du es ganz nach deinem Gusto ausbauen kannst und verändern kannst. Ich habe hier noch eine Glasplatte, damit es einfach gut zu reinigen ist und hygienisch. Da es mir aber zu einfach war, dieses Möbel, zu langweilig, habe ich einfach zwei Holzleisten genommen. Ich habe die von der Farbe her angepasst. Und habe hinten einfach zwei kleine Holzstücke hingeklebt, damit ich den Abstand habe, damit du das greifen kannst. Wirklich sehr einfach und ich finde, es sieht einfach gerade wertiger aus und individueller. Du kannst es gestalten, wie du magst. Auch das, es ist wirklich sehr einfach und ist schnell gemacht. Weiter geht's. Das hier hat nicht jeder zu Hause. Das ist ein Safe, leider leer. Der stand hier schon drin, weil das war früher ein Bauunternehmen. Die hatten doch noch ein bisschen mehr Geld auf der Seite. Und der war ja wirklich hässlich. Und den habe ich weiß mit Acrylfarbe gestrichen. Das war das erste Mal. Wer streicht schon mal ein Safe? Ich habe es gemacht und ich finde, es ist viel harmonischer und freundlicher. Auch hier oben habe ich wieder dekoriert. Da wirst du einige Sachen sehen, die ich schon gezeigt habe. Wie der Kürbis, hier mit den Eicheln, dieser kleine Kranz. Das ist dieser Ecke, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Geld kann ich dir leider nicht zeigen. Weiter geht's. Und nun sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, an meinem Empfangstisch, wo ich die Beratungen durchführe. Wie schon erwähnt, auch dieses Regal habe ich angefertigt und das Video findest du auf meinem Kanal.
auch hier, bei mir gibt es immer im Winter einen warmen Tee, im Sommer ein Erfrischungsgetränk. Und, das wirst du auch erkennen, auch aus Maisblättern angefertigt, wo man schön als Unterlage benutzen kann. Nun würde ich sagen, das war's. Ich habe ja, wie erwähnt, in 2 Wochen eine Ausstellung und werde eventuell kein Video hochladen können, aber wenn es geht, werde ich dich mitnehmen zur Ausstellung, dass du ein bisschen einen Einblick hast, wo es hingeht. Und ich habe schon 2, 3 Ideen, was ich dir das nächste Mal zeigen kann. Und über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen oder über ein Like. Damit kannst du meine Arbeit unterstützen. Ich habe gesehen, dass viele Zuschauer meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Ich würde mich sehr freuen, es kostet dich nichts und so kann ich hier weitermachen. Dann würde ich sagen, das war's. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.